Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast 2 für die Nintendo Switch hier auf meinem Kanal. So, wir gehen direkt ans Eingemachte. So, sind wir doch hier unten tief in den Minen drin. Ah, da ist einer. Oh, lauf, krabbel, krabbel, lauf, krabbel. Alter, kann der mich denn jedes Mal treffen da? Doch schon so schnell gewesen. Dicht, der ist mir dicht auf den Fersen, würde ich sagen. Komm schon, komm schon. Bevor der mich gleich abmetzelt hier mit seinem Schwert oder Messer oder was er da hat. Mag gar nicht heilen gerade, weil wenn ich stehen bleibe und heile, dann bin ich wahrscheinlich schon gleich tot. Vorsichtig hier gehen. Oh, oh nein! Jetzt heilen hier. Ja gerade vorbei zu sein, der Schreck. Moment. Wo sind wir hier? Da ist irgendwas Lichtiges. Da ist ein Ausgang, oder? Gehen wir nochmal hin. Oh, da ist noch irgendwas ins Wasser gefallen. Muss ich zumindest. Oh, das hört sich nach ganz vielen Leuten an, die ins Wasser fallen. Nicht schön. Keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ich glaube immer Richtung Licht. Komm hier rein. Hier ist Feuer und hier ist ein Weg. Und da ist. Man sieht ja fast gar nichts hier. Ich sehe leider. Eine Leiter ist immer gut und die führt mich nach oben. Es nervt, dass man mit diesem Nachtlicht gucken muss, weil dann ist die Grafik so scheiße. So schockt das schon viel mehr, das zu sehen, ne? Aber leider sehe ich da nichts. Oh, hier ist noch eine. Okay, jemals sind wir dem Typen entkommen, wer immer das war. Monster. Nein, Leute, das geht jetzt irgendwie. Ich bin gerade eben die ganze Zeit runtergegangen, jetzt geht es die ganze Zeit nach oben. Warum geht auch jemand? Warum geht jemand? Welche Schritte da oben gesehen? Wo muss ich jetzt hin? Diesen kleinen Plankenweg da gehen? Anscheinend. Wollen wir mal folgen dem Weg? Was ist der falsche Weg? Wenn ich hier runterziehen kann, ich mich nicht hier. Nach oben ziehen kann ich mich auch nicht. Doch. Ja, irgendwie muss es doch hier weitergehen. Hier ist aber kein anderer, oder? Alleine hier? Ah, okay. Ich hab die Frage, welchen Weg man gehen soll, ne? Hier geht's wahrscheinlich gar nicht weiter. Doch. Okay. Ah, man hat immer so ein bisschen zittrigen Joystick in der Hand, Joypad, weil man immer denkt, gleich passiert hier was. Oh, er ist nicht so weit gekommen. Oh, ich hasse das. Tut mir leid, ich mag das nicht lesen. Das ist so viel, dieses. Die Bibel da von dem Knott. Muss man, glaube ich, auch nicht lesen. Ich glaube, das ist so richtig.
Wahrscheinlich. Vielleicht können wir ganz am Schluss mal eine Lesung machen, wo wir einfach alle lesen, die wir abfotografiert haben. Ich kriege schon wieder Schreie und. Oh. Oh nein! Was ist das? Ich glaube, mit der Kamera. Wenn er jetzt geht, ist es sichtgesprüht. Enger hat Gift. Scheint, ich gehe mal hinterher. Okay. Da hängt doch meine Frau da hinten. Oder? Give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Okay. Wir können mit ihr mitgehen. Großraumküche. Ach, das ist die Küche aus einer Mensa, ne? Oder von der Schule, ne? Ja. Wollen wir hier? I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. Aber ganz nett, die Schule mal einen Helm zu sehen. Und auch mal einen gehenden Modus und nicht nur. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. Reingehen? Nee, kann ich nicht. Ich kann nirgendwo, also ich kann nicht selber lenken, ich kann nach vorne gehen, aber ich kann nicht so wirklich großartig lenken hier. Oh, mal gucken, was passiert. Your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Die will mit mir schlafen. Sex will sie. Sex. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie alt sind die denn hier? 13? 12? 12? What don't you know, Jessica? Oh, sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Laudermilch. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Huh? I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. What? Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two?
It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Ups. Da geht doch auf jeden Fall nichts Gutes drin vor. Aufmachen kann ich die Tür nicht? Kann ich die wieder aufmachen? Nee. Jetzt bin ich wieder allein in dieser Schule. Ich könnte da vielleicht so eine Kamera, habe ich zumindest nicht dabei. Ist ja wahrscheinlich nur raus hier aus dem Exit. Ja. Schreit sie, ich renne mal zurück. Okay, auf die hätte ich noch nicht zugehen sollen. Ich bin immer ein höflicher Mensch, ich gehe ja gerne auf Menschen zu. Aber das war ein Fehler. Nö. Okay. Oh, wir laufen mal weg hier. Ich sehe leider gar nichts. So. Weglaufen, weil uns irgendwie gekillt, glaube ich. Ah! Oh. Alex? Ich weiß auch nicht, wo ich hinlaufe hier. Eine Weiche. Aber das bricht schon alles ein gleich. Dann an die Oberfläche kommen, oder? Aber meiner Freundin, Frau, habe ich immer noch nicht geholfen, oder? Fuck! Fuck! Lynn! 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 Also auf jeden Fall. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Okay. We have to get out of here. Wo müssen wir hin? Endet gerade nochmal auf hier. Ahnung. Was haben wir Licht gerade her? Keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ach, Spawn, wir blitzt, okay. Wollen in diese Richtung laufen. Okay, Gott will nicht, dass ich sie befreie. We have to find shelter.
those places we can get. Yeah. Mann, Mann, Mann. Was ist das, ein ordentlicher Sturm, der hier wütet, ja? Down here! We have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus. Be careful. Fuck! Fuck! Lynn! You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Oh Gott, oh Gott. Das wird wohl eine Schnellgeburt hier. Ein bisschen unten längs. Komm. I need to lie down. Back here. Oh. Was, wir können echt hier kriegen? Okay. Okay. I just... It's gonna be okay. Shit! Come on! Come on! Best, oh, come here. Viech hier. Oh, fuck! Jesus Christ, Blake! What the fuck? I think something's wrong! Ah! Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Durch? Hä? Wo soll ich denn hin? Ah, da kommt der Typ mit dem Kreuz. Scheiße. Hier rechts. Ah! Komm hier längs. Eieiei. Da habe ich aber mal Glück gehabt. Fuck you! And fuck your god! Okay, dead. Kommen wir hier oben raus? Das ist mal tot, würde ich sagen. Wo müssen wir denn hin? Hier durch? Nee. Die Tür ist ja zu, also. Kannst du nur den Weg hier hinten links geben, oder? Hoffe ich mal. Na gut. Oh. It's getting worse. Hurry. Hat der Sturm, ne? In die Richtung wahrscheinlich. Am Feuer vorbei. Hier durch. Wicke. Oh, shit. Blake. This is the baby. Yeah, she's coming soon. Wir müssen weiter. Oh, der Sturm hängt hier ein bisschen auf. Das ist ein bisschen klarer. There. The chapel! We can take shelter! Ich würde ja hier in der Kirche Schutz suchen. Naja. Wenn es nicht anders geht.
Und ich renne hier mit so einer Schwangeren durch die Gegend. Oh, geil, oder? Wir müssen get inside. Ich habe schon einiges erlebt. Oh shit! Shit, shit, shit! You need to lie down. I can't do this. You can. You can do this. Oh god! Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. I know, but you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck! Fuck! Ah! Oh, God! Oh, God! Keep breathing! It's just push! Na toll. Lynn! 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 So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? I got you again. That's the child, isn't it? My God. I've taken care of my children. But yours, I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men. But I expect he answers them. Ja, sauber. Beziehungsweise nicht sauber. Ja. Wo ist ein Baby?
Boss jetzt kommt noch. Um scheint vorbei zu sein. Mehr gibt's ja hier eigentlich nicht, ne? Ich jetzt mit dem Baby nach Hause. Wenn man mal überlegt, wie abgefahren das Ganze war. Das ist doch recht trostlos gerade für mich hier. Bin ja, das ist ja nicht mal mein Kind. Dann war ich auf einmal schwanger. Lustigerweise kann ich jetzt durch die ganzen Gegner wieder hier gehen, wo ich mich durchgeschlichen und gekrochen habe. Und so viel wie ich erlebt habe, hat glaube ich keiner erlebt, oder? Liegen so ein paar Leichen rum. Zwei, drei viele. Send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Sauber. Ich würde sagen, das war das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir die Tortur hier durchzumachen. Ein kleines Resümee über das Spiel. An sich finde ich solche Spiele eigentlich gar nicht so geil, denn ich stehe nicht so auf Horror. Also so welche Schreck-Horror-Sachen. Resident Evil und so ist das okay. Aber ich muss sagen, das hat mir echt Spaß gemacht hier. Aber es hat mir auch echt immer einen Schrecken eingejagt. Es wird erstmal wieder dauern, bis das nächste Horrorspiel kommt. Ein, zwei, drei Monate Pause dazwischen machen. Aber ich muss sagen, macht schon Spaß. Aber es ist natürlich ein Spiel, das man sich kauft. Und es hat keinen Wiederspielwert in dem Sinne. Also man spielt und dann ist es vorbei. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Spiel wieder dabei und ja, bis dahin. Tschüss.